Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, was man machen kann, wenn bei einer Hose der Bund sich so komplett von der Hose an sich gelöst hat. Wie wir das nähen können, zeige ich euch in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Damit ich beim Nähen keine Probleme habe, werde ich das jetzt mit Nadeln fixieren. Und zwar, das Gute ist, ich sehe dadurch leicht, wo die Stiche waren. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ab und zu schimmert es durch. Das war eine recht dicke Nadel. Das heißt, da weiß ich, soweit muss dieser Stoff da wieder rein. Und dann gibt es da innen noch so ein Band, das da oben drauf war. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für eine Funktion hat, aber das hefte ich jetzt auch da an. Und damit ich da nicht mich auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren muss, hefte ich zuerst mal das Band an dieses Teil an, also an diesen Teil. Und dann schiebe ich das Ganze über diesen Stoff und hefte den dann so an. So der Plan. Jetzt habe ich das hier alles schon so schön geheftet und jetzt drehen wir das Ganze um und heften hier den Stoff da innen rein noch. Jetzt seht ihr, wie ich das hier so außen angesteckt habe, und während ich das abgesteckt habe, habe ich innen die Nadeln wieder entfernt, weil die hinten, die haben ja ihren Zweck schon erfüllt, dass sie mir das Band an der richtigen Stelle gehalten haben. So, jetzt bin ich sicher, wenn ich hier nähe, ja, also auf dieser Seite von euch aus gesehen, rechts von der Nadel, ja, auf dieser Seite links von der Nadel, dass ich garantiert dieses Band auch erwische. Genau, so, weil wenn ich das von dieser Seite noch drin stecken gehabt hätte, tue ich mir schwer beim Nähen die Nadeln rauszuziehen, und zweitens verspannt sich das gegeneinander, ja. Gut, jetzt eine weitere Herausforderung hier beim Nähen ist, wir haben ja hier diese Laschen da, wo wir den Gürtel einhängen, seht ihr, die darf ich natürlich nicht festnähen. Ja, das heißt, ich nähe da ein bisschen weiter, so rein, nähe dann zurück, vernähe das quasi unter dieser Schlaufe, breche dann ab und fange dann hier nochmal neu an nähen. Nähe dann weiter bis zum nächsten. Und so geht's voran. So, jetzt, ich habe es hier hinten eingespannt, ich werde dann hier auf den Riemen oder unter den Riemen reinnähen, dann einfach die Nadel anheben, also vorher natürlich vernähen, dann hinter dem Riemen wieder anfangen. Und dann kann ich die Fädchen einfach nachher trennen. Gut, dann, ich fange vielleicht noch ein bisschen weiter hinten an. Schadet ja nicht. So, dann muss der noch runter, der Fuß. Und dann geht es auch schon los. Die Stichlänge mache ich bei, die kann man fast, ja, machen wir so 3 mm. Ist in Ordnung, 3 mm ist gut. So, dann fangen wir mal an. Jetzt sind wir fertig. Eine kleine Unschönheit. Mir hat es da am Schluss den Stoff ein bisschen aufgeschoben. Seht ihr das? Man sieht da ganz leichte Falte. Würde im Alltag nicht auffallen. Ich habe dann noch bis hierher genäht. Das Garn ist sehr dünn. Das heißt, wenn ich irgendwo nicht so richtig schön auf der Linie war, wird man das hier auch nicht sehen. Aber ein Fehler ist mir passiert. Und zwar, das sieht man hier innen. Hier alles noch gut. Da hergenäht. Und da habe ich vergessen... Also hier vorne alles noch gut, aber da habe ich vergessen, den Fuß wieder runterzulassen. Und dann gibt es so einen Kauderwelsch da unten. Ja? Da muss ich jetzt schauen, ob das hält, beziehungsweise vielleicht trenne ich das einfach noch mal kurz auf und mache da nochmal eine schöne Naht drüber. Aber das untere Gewurzel passiert einem, wenn man vergisst, den Schlitten abzusenken. Immer schauen, dass ihr den Nähfuß absenkt. Okay?
Nun, nachdem ich das hier nochmal aufgetrennt habe, seht ihr, habe ich das ein bisschen schöner hingekriegt. Da, diese Falte ist weg. Und auch innen habe ich das Ganze hier, wo ich den vergessen hatte, den Nähfuß runter zu machen, habe ich das nochmal aufgetrennt. Und jetzt passt es eigentlich wieder und ist fertig. Nun sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.